In die Debatte über einen höheren Schutzwall für die Eurozone kommt Bewegung. Wie Bundeskanzlerin Merkel heute erklärte, solle der geplante ständige Euro-Rettungsschirm ESM weiter 500 Milliarden Euro umfassen. Parallel dazu könnte aber sein Vorgänger, der EFSF, einige Jahre weiterlaufen. Dadurch würden die Mittel um 200 Milliarden Euro ergänzt. Seit Monaten ahnen es die Journalisten. Auch der für Juli geplante 500 Milliarden Euro schwere Rettungsschirm ESM könnte nicht ausreichen. Jetzt sieht das auch die Kanzlerin so und gibt den Märkten die Schuld. Wir sehen eine relativ große, sag ich mal, Sensitivität oder Fragilität auch, wenn man sich die Zinsen anschaut von Portugal, aber jetzt auch die Zinsbewegung wieder von Spanien in der letzten Woche. Auch die CSU kann mit dem Modell jetzt leben, die beiden Rettungsschirme EFSF und ESM parallel laufen zu lassen. Bisher war für Seehofer die rote Linie, dass der deutsche Anteil im Falle einer Haftung, also 211 Milliarden Euro, nicht erhöht wird. Diese Rettungsschirme bedeuten noch nicht eine Erhöhung der Haftung, denn die Umsetzung der Rettungsschirme erfolgt durch Rettungspakete. Zuletzt Griechenland. Und die werden so von uns behandelt, wie in der Vergangenheit auch. Immer mit Zustimmung des Parlaments, jeder einzelne Schritt. Die SPD wirft der Bundesregierung Augenwischerei vor. Das, was Frau Merkel da vorgelegt hat, war ja eine rote Linie, auch Herr Seehofer. Kein Cent mehr als 211 Milliarden. Jetzt zeigt sich, es wird am Ende der Woche das Gegenteil wahrscheinlich beschlossen. Es wird eine höhere Haftungssumme sein. Zwar will Merkel die Kombination zweier Rettungsschirme noch mit den Regierungsfraktionen besprechen. Doch hier im Bundestag gehen inzwischen die meisten davon aus, dass der Beschluss dafür Ende der Woche beim Treffen der Euro-Finanzminister kommt. Der Druck aus Europa auf Berlin war am Schluss offenbar zu groß.